Also, Freunde der Sonne, ich würde sehr gerne heute mal mit euch gemeinsam was gucken. Und zwar gab es nämlich ein Video von Alexi Bexi, was ich mir gerne ansehen möchte. Der hat von Rode etwas vorgestellt, weil es wohl ein Game Changer ist. Ich weiß zwar noch nicht genau, was daran der Game Changer sein soll, aber das würde ich mir gerne mal angucken. Was hat Alexi Bexi denn zu sagen? Auf jeden Fall hat er was Schönes in der Hand. Ich habe auch noch so ein schönes Gerät hier liegen. Und ich kann es leider nicht einbauen. Ich würde es aber gerne einbauen. Aber ich kann nicht. Ich habe keinen Platz. Was passiert, gehen wir rein. Wenn eine Capture Card und ein Audio-Interface sich lieb haben? Fusion! Wieso eigentlich immer noch... What the fuck? Wie? War das wirklich Kellogg's Frosties Werbung? Das zweite und dir, das habe ich bis heute nicht verstanden. Hey, ihr Fernbedienung bei euren Omas abklebenden Profi-Hacker. Finally bin ich nun aus Japan wieder zurück. Und wenn ihr davon gar nichts wusstet, dann solltet ihr mir mal schleunigst auf TikTok oder Instagram folgen, damit ihr neben YouTube auch auf anderen Plattformen meine dumme Fresse auf eure Bildschirme gespielt bekommt. Ich fühle mich genötigt, dort zu subscribieren. Zumindest habe ich hier immer noch irgendwie einen fiesen Jetlag, weil in die Zukunft fliegen irgendwie anstrengender ist als in die Vergangenheit. Amerika und so. Also machen wir heute noch mal ein bisschen entspannter, bevor es die nächsten Wochen hier wieder richtig wild wird. Ich sag euch, was ich aus Japan alles mitgebracht habe, wird euch die nächsten Wochen mindestens bewegen, wenn nicht sogar erregen. Deswegen habe ich heute das Ding hier mitgebracht, weil ich wirklich glaube, dass das hier etwas Interessantes ist, auf das einige von euch schon eine ganze Weile gewartet haben. Oh. Alex, kannst du nicht lieber mal... Nein, nein, nein. Das Video ist jetzt fertig und wir kümmern uns um den Streamer-X von Rode. Und warum der jetzt so interessant sein soll? Naja, dieses kleine Teil ist im Grunde das, was bisher die anderen wie Elgato und... Okay. Bla, verpennt haben. Es waren zwei wichtige Welten für alle, die auch nur ansatzweise Bock auf Content mit Anspruch haben. Denn in dieser Kiste hier steckt eine Video-Capture-Card, aber gleichzeitig auch ein Audio-Interface und eine Art Stream-Deck. Okay, aber um fair zu bleiben, es gab oder gibt noch ein Gerät, das einen ähnlichen Ansatz verfolgt. Und zwar das UVC 0... Wollte ich gerade sagen, Roland hat da auch so ein Gerät. ...2 von Roland. Aber das Ding sieht nicht nur unglaublich scheiße aus, sondern kann im Vergleich nicht mal ansatzweise das, was Rode mit dem Streamer X hier in die Welt gepresst hat. Das klingt jetzt alles ein bisschen nerdig. Okay, warte, ich mach's nochmal anders. In einem klassischen Setup, also egal ob es jetzt um Streaming, Videoschnitt oder Audioproduktion geht, habt ihr in der Regel für jeden Einsatzzweck ein einzelnes Stück Technik bzw. eine Gerätekombination. Eben sowas wie eine Capture Card, ein Audio-Interface, ein Stream Deck. Also hier geht alles ordentlich raus. Die Technologie ist aber inzwischen schon so weit, dass ihr all den Scheiß wegpacken und nur noch... Moment, was war denn das, was da auf dem Tisch lag? USB Video Capture Device Ultra. Ach, das ist einfach nur eine... Ist das eine... Warte mal, es gibt bei USB... Moment, wo kommen die her? 3x1. Das heißt, du kannst drei rein... Oh. Beam Deck und so weiter. Die Technologie ist aber inzwischen schon so weit, dass ihr all den Scheiß wegpacken und nur noch dieses Ding hier hinstellen könnt. Denn da ist sozusagen all das Gleiche drin, nur in cool. Nachvollziehbar, oder? Also gucken wir uns doch mal an, was das im Detail so bedeutet. Unify Virtual Mixing Software. Professional Audio Interface, Video Capture Card, Studio Grade Revolution Preamp, bla bla bla. Ich sehe nirgendwo das Wort AI. Holy shit. Oh, nochmal das gleiche. Step 1. Ich lese mir diese Sache auch nie durch, die auf Verpackung draufsteht. Niemals. 1, 2, 3, 4. Braucht das so ein dickes Netzteil? Vor allen Dingen dickes Netzteil? Du, Simocube, er meinte das nicht so. Du bist viel dicker, prächtiger und hast ordentlich Volumen. Er meint es nicht so. Man muss das ja auch mal sagen. Eine eigene rote Pappschachtel nur für das Stromkabel. Das ist verschwendeter Platz. Oh, wow. Die haben immer richtig, richtig, richtig schön geiles USB-C-Kabel am Start. Jo, das stimmt. Oh. Erinnert ihr euch noch an mein Rodecaster-Video? Da konnte ich euch am Gerät selbst ja ein bisschen mehr zeigen, weil... das ein Display hat. Hier könnte ich euch jetzt out of the box nur die Basics zeigen. Aber selbst die Basics sind bei dem Ding schon fett. Also aufgepasst. Ihr habt auf der Vorderseite dicke Knöpfe und Drehregler. Und hinten haufenweise an. Oh, der hat sogar einen Through? Moment. Schlüssel.
Oh fuck, wieso machen Leute Kopfhöreranschlüsse hinten? Also die Drehregler benutzt ihr, um die Lautstärke eines Mikrofons oder eines Headsets bzw. Kopfhörers einzustellen. Und per Klick auf den Regler schaltet ihr euch durch die einzustellenden Audioquellen durch. Oh, das ist cool. Ist das ein WLAN-Symbol? Nee, aber das ist ehrlich gesagt das Geilste, was ich seit langem in so einem Ding gesehen habe. Und zwar, in dem Streamer X ist ein Empfänger für kabellose Mikrofone verbaut. What the fuck? Aber dazu später mehr. Die Anschlüsse auf der Rückseite sind für Kopfhörer bzw. Headsets, für XLR-Mikrofone bzw. Instrumente mit Klinke, Computeranschlüsse und für HDMI-Eingänge bzw. Monitorausgänge. Herrgott nochmal, wie passt denn das alles in so ein kleines Gehäuse? Zumindest können hier 4K60 durchgeschleust werden, aber... Bitte. Über USB presst ihr maximal 4K30 bzw. 1440... Ja. Sehr gut. Beziehungsweise 1080, 120 oder 60 bei HDR. Na, für Stream ist sowas eh noch völlig overpowered. Und selbst für Gameplays ist es noch völlig in Ordnung, denn es hat ja nicht jeder eine RTX 4090. Und all die anderen Knöpfe, die ihr noch seht, also die sogenannten Smartpads, sind wie bei allen anderen aktuellen Rode-Geräten same. Dazu müssen wir aber einen Schritt weitergehen. Denn das waren bis hierhin die Basics. Und alles andere klärt man sich jetzt mit der Software. Ja. Wisst ihr... Oh. Das ist so ein bisschen wie bei modernen Autos. Also immer weniger Knöpfe, immer weniger Drehregler, dafür immer mehr Bildschirm. Warum? Naja, weil man die Software, die darauf läuft, oder das Layout von der Software dann immer anpassen oder sogar erweitern kann. Mit einer vorgefertigten Knopfleiste ist da ja auf Dauer nicht mehr viel drin. Aber jetzt muss die Software natürlich auch gut sein, sonst ist der ganze Scheiß ja auch witzlos. Und Rode hat gleich zwei Apps am Start. Einmal die Rode Central und Unify. Rode Central macht ihr auf, wenn ihr hauptsächlich an den Geräteeinstellungen selbst herumbasteln wollt, wie Firmware-Updates oder auch Audio-Samples für die Smartpads reinladen. Ihr könnt ihr aber auch ganz wilde Nutzungsprofile abrufen, wie den Präsentationsmodus. Der macht die Smartpads dann zu langweiligen PowerPoint-Seitenumschaltern. Wobei eigentlich ganz... Cool. Aber apropos langweilig. Es gehen aktuell nur maximal 2 Pad-Seiten, also theoretisch 8 mögliche Pads. Das ist ganz schön wenig. Ihr findet in der Rode Central aber auch die Apex-Einstellung. Damit könnt ihr halt im Detail das Klangbild der jeweiligen Kanäle anpassen. Das ist aber gut. Das findet ihr auch in Unify. Also apropos Unify. Das hat Rode übrigens sehr gut hingekriegt. Ich habe das schon mal ausprobiert mit USB-Mikrofon. Das hat Rode wirklich sehr gut hingekriegt. Macht ihr hingegen auf, wenn ihr hauptsächlich den Computer konfigurieren wollt, an dem der Streamer X dran geklemmt wird. Na, dann die hol mich ab. Fügt euren tatsächlichen Audiokanälen noch bis zu 6 weitere virtuelle Kanäle hinzu, die ihr dann fleißig schalten und walten könnt. Es ist auf den ersten Blick ziemlich komplex, aber zum Glück nicht kompliziert, da zumindest schon mal die Labels sehr eindeutig sind. Streaming-Mix, Kopfhörereinstellung, Chat-Mix. Einfach auf die dicken Bildchen klicken, um die jeweiligen Einstellungsmöglichkeiten der Kanäle sehen zu können. Uh-huh. Zusammen mit dem zusätzlichen USB-Anschluss für externe Geräte bzw. weitere Anschlüsse am Computer sind die Möglichkeiten, hier Kanäle zu routen, für eigentlich die allermeisten mehr als ausreichend. Maga, warten Sie kurz. Das ist ja das Gerät, was theoretisch man sich kaufen könnte, um einen Dual-Stream-Setup fertig zu machen in einem Gerät. Wenn ich beide PCs über USB-C anschließen kann und alle Audioquellen habe, und ich die Menge an Schnodder habe, um das einzustellen, ist das wahrscheinlich die günstigste Variante, 2 Computer zu verbinden. In Bild und Ton. Ich bin gespannt, wie teuer das ist. Mhm. Oh, und jetzt verbinde ich nochmal mein kabelloses Mikrofon. Also Kanal auswählen, halten zum Pairing, ja, und Pairing. Oh. Fertig. Oh, ich soll mal den Akku laden. Aber es klappt instant. Fuck! Ja gut, ist halt der eigene Kosmos, ne? Also dann ist die Frage, wie sieht das aus mit anderen Geräten? Geilheitstropfen obendrauf ist ja noch, dass ihr die kabelgebundenen, aber auch die kabellosen Mikrofone gleichzeitig benutzen könnt. Also ihr könnt durchschalten, wenn ihr jeweilige Lautstärke einstellen, wie ihr sie haben wollt. Und dann eben... Das ist so schön. Ich meine das ernst, es war sonst nicht so einfach, kabellose Gerätschaften an einen Computer zu bekommen. Das stimmt. Beziehungsweise kabellose Gerätschaften, die jetzt nicht von irgendeinem China-Hersteller kommen mit so einem popligen Arschempfänger, der nix kann, außer Arsch zu sein. Aber es gibt einen Downer, denn momentan gehen nur kabellose Mikrofone. Aha. Aber ist auch kein Problem, weil, Moment, ich bin ja vorbereitet, ne? Ich habe mir ja gedacht, wenn wir schon mal nach Le Mans unterwegs sind, dann können wir auch mal mit richtigen Mikrofonen rausgehen, nicht? Ich habe mir mal richtige Mikrofone geholt. Und oh Wunder, du platte Flunder, kannst du bei der Empfangsstation dieser Mikrofone
den Out einfach über eine Klinke nehmen und den da reinzimmern. Also, hoffnungslos ist das nicht. Theoretisch kriegt man das auch mit ein, zwei Umwegen daran. Telefone von Rode der aktuellen Generation, also Wireless Go 2 oder Wireless Me, ME, Millennium Edition. Aber wenn ihr so ein Ding dann habt, dann, nicht Streaming-Kamera, dann, mic check, dann könnt ihr auch endlich mal aufstehen, so, und müsst dann halt nicht bei jedem Scheiß immer eure ekligen Lippen mit so einer Giraffenhalsverlängerung versuchen, ans Mikrofon zu strecken, sondern könnt euch jetzt einfach mal... Das kann ich verstehen, das kann ich aber auch. Das habe ich extra deswegen gemacht und heute habe ich eine Review dafür aufgenommen. Alexi Baxi, du musst dir einfach ein ordentliches Headset kaufen, mein Freund! Damit, ne? Also, ihr müsst nicht die Kiste hier irgendwo am Kragen haben. Das ist doch total geil. Das ist einfach so voll idiotensicher und das macht es so schön. Sorry, wenn ich mich schon wieder wiederhole, aber... und auch im Wireless-Kanal funktionieren alle Klangverbesserungen und Voice-Effekte. Eins, zwei, da, warte mal, da ist ein Voice-Changer auch gleich mit drin? Maga! Kabellose Effekte. Ach Gott, ist das geil. Da ist dann neben der Seitenbegrenzung bei den Pads nur eine Sache noch schade. Und zwar, dass es nicht wenigstens ein Mini-Display gibt, um die ein oder andere Sache direkt am Gerät ablesen zu können. Aber dann wäre es doch irgendwie ein Stream Deck. Es ist aber kein Stream Deck. Scheint also fast so, dass eine Kombination aus beidem aktuell, vor allem für Streamer, am sinnvollsten wäre. Naja, und nicht zu vergessen, all das, während jetzt parallel noch Video-Capturing möglich wäre. Das Blöde dabei ist nur, all die Software, die Rode anbietet, hat jetzt überhaupt keine Anstellungsmöglichkeiten für das, was man da per HDMI einspeisen könnte. Die einzige Möglichkeit, die es gibt, ist anklicken, aktivieren, fertig. So ein bisschen, als würde man eine Webcam einrichten. Deswegen ist so fast mit das geilste Feature oder die geilste Kombination am unspektakulärsten. Aber sie funktioniert. Der HDMI-Anschluss funktioniert auch mit meiner Switch problemlos. In meiner Series S gab es auch keine Probleme. Nur, oh Gott, was soll denn die Scheiße jetzt? Ein Signal aus meinem MacBook habe ich nicht rausbekommen. Nee, das ist auch gar nicht so einfach. Weil das Streamer X nicht mit HDCP kompatibel ist. Jo. Kann man bei Konsolen und so ausmachen, aber bei einem Mac kommt man dann nicht weit. Und es ist schon krass, dass man eigentlich auch direkt über das Eingangssignal zocken könnte, weil ich zumindest jetzt keine Latenz ausmachen kann. Okay, das ist stark. Controller und wie ihr sehen könnt, ihr könnt mich sehen und hören und ihr könnt das Spiel gleichzeitig sehen und hören. Und warum ich jetzt ausgerechnet Lego Star Wars mehr rausgesucht habe, keine Ahnung, da hatte ich spontan Bock drauf, das hier mal aufzuballern. Ja. Das ist schon ziemlich geil. Also all das, was ihr in Kombination braucht, um eben so einen Content machen zu können, steckt hier drin. Und was lernen wir daraus? Naja, das Streamer X von Rode ist für um den dicken Daumen 400 Euro aktuell wahrscheinlich das niceste Gadget, das ihr kriegen könnt. Es vereint einfache, aber auch professionelle Features in einer kleinen Kiste, die nicht nur das Leben von angehenden, sondern auch professionellen Creatern leichter macht. Und das absolut geilste, was ich seit langem gesehen habe, ist der eingebaute kabellose Empfänger. Und durch Softwareanpassung ist es nicht nur schön individualisierbar, sondern, wie man es aktuell von Rode kennt, wird es auch lange gepflegt mit Updates. Und die Frage ist nur, wie fit das Gerät ist. Dabei ist das Ding auch erstmal nur die erste Generation. Die erste! Jetzt stellt euch mal eine zweite Generation oder ein Upgrade aller Rode-Produkte vor. Also sowas wie ein Rodecaster mit jeweils einem HDMI. Ja, das wäre, da würde das, das würde ich feiern. Yep, das würde ich richtig hart feiern. Eingang pro XLR-Kanal. Ich meine, unrealistisch wäre es jetzt nicht. Denn Rode liefert aktuell gnadenlos ab, updatet deren Software regelmäßig und das alles zu fairen Preisen. Und durch so ein kompaktes Design könnt ihr euer Setup auch mal ein bisschen reduzieren. Wenn nicht sogar minimalistisch gestalten. Denn Technologie entwickelt sich nun mal und ihr braucht nicht auf ewig immer haufenweise Dinge. Darüber müssen wir uns unterhalten. Darüber müssen wir uns wirklich unterhalten. Weil es alle so machen oder weil man es immer so gemacht hat. Ich meine, denk doch mal nach, das ist... Holy shit! Ich bin richtig happy zu sehen, dass Rode Bock hat und dadurch auch zeigt, dass selbst 50 Jahre alte Brands durchaus in der Lage sein können, mit neuen, interessanten, aber trotzdem zu deren Philosophie passenden Ansätzen so richtig in den Markt reinzuscheißen. Ja, sollten sich mehr ein Beispiel dran nehmen. Da hast du recht. So, jetzt machen wir aber mal Folgendes. Erstmal gehen wir auf dieses Video und smashen den Like-Button. Das ist Nummer 1. Nummer 2, jetzt kommt mein innerer Monk raus und möchte jetzt an dieser Stelle rechnen.
Elgato 4K 60 Pro MK2. 209 Euro. Dann nehmen wir mal kurz, wir nehmen einfach mal einen 5-Kanal, das ist zwar viel zu groß, aber würde 69 Euro kosten. Plus 69 Euro. Was brauchen wir noch dazu? Capture Card haben wir gemacht. Was hat das Ding noch? Ein Launchpad, aber ein Launchpad können wir nicht zählen, weil das wird ein bisschen schwierig. Nehmen wir einfach mal einen Voice Changer am PC. Voice Changer-Roni? Gibt's den nicht von Roland? Der kostet 299 Piep mir nur. Naja, gut, das ist jetzt ein ganz großer. Rechnen wir mal mit 150, okay? Dann sind wir bei 428 Euro. Dann sind wir bei 428 Euro. Also in der Theorie ist der Bums eigentlich ziemlich geil für. Fürs Einsteigen mit zwei Computern. Selbst für einen Computer wäre das noch geil. Die Frage ist nur, wie gut das funktioniert. Also eine Frage hätte ich noch, ob man eine HDMI-Matrix davor klemmen könnte, um dann das durchzuswitchen, was man eingibt in das Gerät und wie schnell das Gerät das checkt. Ich persönlich, das ist aber auch mein Ding, ich mag dieses Software-Gedödel nicht. Bin ich nicht so ein Fan von. Also Lautstärke in Software umstellen ist Much. Dafür hat man so ein schönes Gerät hier, sagte er und geht in seinen Browser, um Lautstärken einzustellen. Also für 399 Euro scheint das echt ein guter Apparat zu sein. Da kommst du nicht runter, kannst du vergessen. Also außer du kaufst dir jetzt irgendeinen Much. Okay, also wer sich... Ich kenne Menschen, die kommen mir um die Ecke. Also bei Alibaba habe ich letztens einen Elgato Cam Link gesehen für 5 Euro. Der funktioniert auch wunderbar. Ja, funktioniert total toll, sieht ultra scheiße aus und funktioniert nämlich gar nicht. Selbst wenn wir jetzt eine Elgato nehmen, Kussi Kussi geht raus an Elgato, ist jetzt auch nicht das Top-of-the-Line-Gerät. Es tut sein Übriges und erfüllt seinen Zweck. Also der Cam Link ist jetzt nicht so geil. Der Rest, der geht schon. Also da würden wir nur, wenn wir also wirklich nur die Stani-Sachen rechnen, bei 428 Euro rauskommen, dann haben wir immer noch keinen Equalizer mit reingerechnet. Wir haben kein Launchpad dabei. Also ist das für 399 Öcken, ist das echt gar nicht so verkehrt. Vielleicht frage ich mal an, ob ich das mal testen darf. Weil das wäre nämlich perfekt für ein Gästerig. Also holt mich ab. Rode, falls du vielleicht mal einen Kritiker brauchst, der viel Hardware hat und nicht gerne wenig Hardware hat und das sich mal angucken kann, darf, soll, bitte. Ich wäre dabei. 399 Euro. Ist echt gut. Ist wirklich gut.